Man muss kein Hellseher sein, um zu wissen, dass das jetzt ein wenig emotional wird. Dann mal ausgepackt. Liebe Jenny, lieber Marc, Julians Nominierung ist für mich die wohl denkbar ungünstigste Konstellation von allen. Diese Entscheidung wird mir sehr, sehr schwer fallen jetzt. Aber wie ihr wisst, müssen wir alle Entscheidungen treffen. Deswegen sind wir hier. Jenny, uns verbindet eine ja doch langjährige Freundschaft. Wir kennen uns schon seit vielen, vielen Jahren. Marc, uns verbindet hier etwas, was uns eigentlich beide für uns ein Leben lang begleitet hat. Ich möchte das auch noch mal betonen, dass ich diese Entscheidung absolut fernab einer Gruppenentscheidung, Frauenpower hin, Frauenpower her, ich habe diese Entscheidung für mich aus reinem Herzen getroffen und ich versuche jetzt aus der reinen Emotion zu sprechen. Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich ein sehr loyaler Mensch bin. Auch gegenüber Menschen, die für mir gegenüber vielleicht nicht unbedingt diese Loyalität wieder entgegenbringen. Jenny? So wie ich Jenny einschätze, würde sie jede Gelegenheit nutzen, mich morgen rauszukicken, weil ich offensichtlich ihre größte Konkurrenz bin, was natürlich so ein bisschen runtergeht wie Öl. Ich denke, du weißt, was ich meine. Nein. Es gab viele Gelegenheiten, die dafür in Frage kämen. Du hast mein Vertrauen ein wenig geschwächt mit einigen Aussagen, die mich persönlich auch ein wenig verletzt haben. Da schenken wir uns nicht, ich wüsste es bei dir auch. Ja. Das war vor die Kriegsansage. Jetzt hängt sie den Markt die ganze Zeit am Hals, macht hier die ganze Zeit eine Freundin und kommt mir jetzt mit so einem Spruch. Wenn man eine Freundschaft hat, dann nutzt man die Schwächen des anderen nicht aus. Huch, bin ich da jetzt in irgendwas reingeraten, was ich gar nicht gesehen habe? Ich glaube, zu wissen, dass du denkst, dass die Schwäche vielleicht etwas mit Männern zu tun haben könnte, wo du nicht unbedingt Unrecht hast. Lieber Marc, du bist vielleicht auch der Feind im Bett. Der Feind im Bett. Weil wir leider Gottes hier auch in direkter Konkurrenz stehen, was mich persönlich in einen sehr großen Loyalitätskonflikt oder Interessenskonflikt mit mir selbst gestürzt hat. Daher mag Jenny vielleicht auch so ein bisschen richtig liegen. Sie hat ja heute wirklich eine bewegende und sehr auch interessante, für uns alle interessante Rede gehalten. Und ich bildete mir ein, dass Marc es gar nicht so verstanden hat. Schon gar nicht hat er verstanden, was sie ihm damit eigentlich sagen wollte. Ich würde mich aber dennoch freuen, wenn wir unsere Freundschaft intensivieren können, liebe Jenny. Das Vertrauen, was ein bisschen angekratzt wurde, wenn du mir dieses Vertrauen zurückgeben würdest. Alles gut, Cora. Alles gut. Und lieber Marc, ich möchte dich einfach als Spielball rausnehmen. Das war's also für Marc. Sofern Coras Trauerrede nicht doch noch anders endet. Ihre größte Konkurrenz. Nicht irgendwie hier auf dem Ponyhof und 14 Jahre alt und mi, du hast mir die Bürste weggenommen. Weil ich halt auch weiß, dass du mit Jenny gut befreundet bist und dass ihr euch sehr, sehr lange kennt. Von meiner Seite ist es alles nur Spaß. Ich hatte jetzt nicht vor, Marc Terenzi zu heiraten. Wirklich nicht. Ich schwöre. Hast du gerade heimlich die Finger gekreuzt? Ich möchte diese Reise weiter mit dir gehen. Ja. Unseren gemeinsamen Weg. Vielleicht zusammen eine Reise machen. Gut, gut, gut.
Ich gebe dir heute meine Stimme. What? Ich mag den Marc wirklich sehr, aber ich habe mir fest vorgenommen, dass ich Entscheidungen in meinem Leben nicht mehr von Männern abhängig mache. Das ist mir fast das Herz. Nicht nur ihr. Ich habe Marc für mich persönlich als meinen größten Konkurrenten auserkoren von Tag 1. Das Schwierige daran ist natürlich, wenn dein größter Konkurrent, also für mich persönlich, auch gleichzeitig die Bezugsperson Nummer 1 ist. Das ist eine beschissene Entscheidung, die ich jetzt treffe. Der Stockel ist schuld. Bitte? Nicht zu fassen. Ich möchte nicht, dass Cora leidet. Und ich möchte auch nicht, dass es Cora schlecht geht. Denn ich finde, dass Cora ein unglaublich toller Mensch ist. Der nur noch zu 10% aus Wasser besteht. Marc fehlt mir jetzt schon, aber ich habe diese Entscheidung nicht getroffen. Wegen Frauenpower oder sonst irgendwas, sondern einfach für mich selbst. Er hat es einfach auch nicht verdient, von Jenny zum Spielball gemacht zu werden. Deswegen habe ich ihm meine Stimme gegeben. Es dient also seinem Schutz, sehr mitfühlend. Ich werde null böse gewesen. Was ist los mit dir, Adel? Also gut, das ist das Spiel. Ich bin ganz anders verwirrt. Und heute Abend wird es ganz schlimm werden. Cora, du musst nicht weinen. Alles super. Wenn nicht schlecht. Ja? Mach's gut, mein Schatz. Ich hab dich lieb. Ja, ich auch. Also, ich hätte dich nicht. Also, ich hab's wirklich anders vermutet. Ganz stark, ja. Wirklich ganz, ganz stark. Frauenpower hin, Frauenpower her. Mhm. Ihre Begründung ist ganz, ganz stark. Ganz stark. Ich ziehe wirklich meinen Hut vor. Ja, ganz beeindruckend. Ganz ehrlich sagen, ja. Finde ich ganz, ganz stark. Wow. Mhm. Wow. Dass sie heute Marc rausgewählt hat, um sich zu retten vor einem emotionalen Chaos in dieser scheinbaren Dreieckskonstellation mit Jenny. Ich fand das ganz großartig. Martin, mein Lieber. Möglicherweise wird Marc die Beweggründe eines Tages verstehen. Sie hat wirklich diesmal nicht mit dem Herzen entschieden, sondern allein vom Kopf aus. Chapeau. Für mich ist das hier ein Game und das möchte ich halt auch eben sehr gerne gewinnen. Und Marc ist ein sehr, sehr starker Gegner gewesen und jetzt ist mein eigener Arsch wichtig und jetzt muss ich halt mal meine ganzen kleinen Emotionchen da mal zurückstellen, ne? Ja. Das ist geil. Du süße Katze. Im Hotel bumsen wir noch ein bisschen. Du bist ja, hey, bleib ein bisschen lieb mit Sebastian, okay? Yes, bitte, yes. Für mich. Das werden wir uns überlegen. Da muss Sebastian jetzt alleine durch. Hey, they had in China getroffen, they bleiben in der Mitte. Was können zwei Männer machen dagegen? Gegen fünf Frauen? So, ich gehe nicht so traurig raus. Der Wert in das ganze Ding, was die ganze Freundschaft hier, das ist mehr wert als alles, was. Ich würde mir wirklich wünschen, dass wir da weitermachen, wo wir hier aufgehört haben, aber ohne Kameras. Ja, klar, was denkst du? Ich bin nicht so. Du kennst mich, oder? Alles gut. Du bist sehr wichtig für mich geworden, Marc. Ja, du auch. Und das würde nicht ändern. Einfach, weil wir genauso bekloppt und bescheuert und irre sind. Das ist was, du kennst nichts trennen. Dein normales Leben ist Spiel, das ist ein Spiel. Dankeschön, ich habe viel Spaß mit euch alle gehabt. Dankeschön, ich darf hier dabei sein. Vielen, vielen Dank. Es war uns eine Ehre. Ach,
Selbst die Sonnenblume hat glasige Augen. Dieser Abschied lässt wirklich keinen kalt. Ich liebe euch alle. Ich hab euch alle lieb. Jetzt wird dich auch. Ja, ich hab euch alle lieb. Cam. Zuckerschnute. Zuckerschnute forever. Okay. Promise me, du machst eine gute Show hier drin, ne? Aber scheiß drauf. Thailand ist nur einmal im Jahr. Der Abschied muss ja nicht für immer sein. Vielleicht trifft man sich eines Tages wieder. Make it good, Mr. Terenzi. Meine Nerven. Männer sind Schweine. Ach, Bullshit. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass Jenny das auch noch versteht. Weil meine Schwächen vielleicht gar nicht meine Schwächen sind, sondern vielleicht ihre Schwächen. Kann sein. Vielleicht haben wir auch denselben Typen gebumst. Beim hat sie nicht gesagt. Hat sie nicht gesagt. Mensch, hat sie nicht gesagt. Aber dann sag uns jetzt, dass du es dort wen. Thank you.